Schon Ruhe? Scheiße, ich muss das Licht noch ausmachen, sonst ist da halt Batterie leer und wir können nicht zurückfahren. Du bist da immer dran denken, Leute. Licht ausmachen. Wenn du das anlässt, dann kommt da nie wieder zurück. Nie wieder. Sind jetzt alle weg, Lars? Oh ja, ja, ja. So mit kannst du mal kurz auf mich aufpassen, einer? Lars ist ja hier noch in der Nähe. Also hier oben war das, Leute. Von C3, wo wir normalerweise starten, wo die Winery ist, hier, wo der schöne dicke lila Punkt ist, der kleine hier oben, war das eigentlich nur parallel rüber. Und von da aus parallel runter in dem ersten Quadrat, da ist dann später, wie gesagt, der Supermarkt. Und den Rest zeigen wir euch hier drin mit den Waffenläden und so, Munitionsläden nachher. Weil... Ich bin schon wieder eine Piss, Elli. Ich muss ganz schnell mal auf Klo, aber bin sofort wieder da. Hast du noch ein Auge auf mich, Lars, von da hinten? Oh ja. Super. Klingt nicht gut. Klingt nicht gut. Warum nicht? Hast du ein Auge auf mich? Naja, ja. Nee, nicht wirklich. Der rennt ja lieber vor immer. Wer, du? Warum? Ich bin nur hier oben. Hier war ein Zombie, den hab ich weggekillert. Damit ihr in Sicherheit seid. 2000 Jahre später. Dann. Hü und hopp und hü. Dann gehen wir mal hoch, meine Lieben. Ja, und hier ist die erste Station. Da kriegt ihr eigentlich alles, was ihr an Medizin braucht. Genau. Fall auf den Landweg, okay. Ne, da geht's wohl nicht durch, Freunde. Wir müssen schon die Tür nehmen. Ich zeig euch das nochmal kurz auf der Karte. Hier oben, wo wir gerade sind, bei dem roten Punkt. Wieso musst du die Tür nehmen? Ah, seid ihr da durch? Okay. Das ist egal. Yes. Dann, falls wir mit dem Auto durchfahren wollten, dachte ich. Ja. Ja. Weiß ich, stand hier ein Schild vor, wie das Ding heißt? Nee, ne? Hospital, oder? Irgendwie. Stand da nicht irgendwie. Irgendwie was? Soll ich in der Mitte mal ein Feuerwerk machen? Kommen die alle in der Mitte und dann können wir die nämlich da abschaffen. Nee, eigentlich will der Pilot zeigen, wie man hier, wo okay. Man die Medizin findet. Richtig, deswegen latsch mal hier unten einfach mal rein. Gut, latsch nicht rein. Halt du den Rücken frei, Lars. Nee, mach ich nicht. Ich soll dir eh in den Rücken hauen? Kann ich machen. Ich geh mal eine Runde pennen, ihr macht das schon nicht. Oh, einen Rollstuhl. Kann man den Rollstuhl wieder benutzen? Nee, war schade. Dann müssen wir erstmal looten. Verbesserter Dietrich, ja, hab kein Bein. Aber eigentlich brauchen wir ja nicht viel zum Looten. Also ja, aber. Pfeiler will er nur zeigen. Richtig. Er will er nur zeigen. Nee, Dietriche sind gut, die haben wir nicht. Pfeiler, hier, komm mal her. Hier gibt's Antibiotika. Jo, ich komm sofort. Oh, Duct Tape. Auch immer mitnehmen. Normalerweise. Hier, Antibiotika. Genau, da liegen schon welche. Antibiotika immer sehr wichtig, wenn ihr eine infizierte Wunde habt. Das sehen auch wir dann Alkohol. Mal nachher. Aber auch Alkohol. Genau, könnt ihr halt Antibiotika nehmen oder Alkohol, damit sich das nicht weiter entzündet. Oder ich glaube auch, ihr infiziert seid. Also, ja, genau. Damit ihr nicht infiziert seid. Und so weiter. Oh, guck mal, hier noch mehr. Kaliumtabletten. Flipper hilft auch, ja. Kalium-Judit-Tabletten. Bei Flipper. Kalium-Judit. Wir brauchen kein Kalium, wir sind nicht verstrahlt. Danke. Kalium. Alter, Leute. Kalium-Judit-Tabletten braucht man dafür, wenn man verstrahlt ist. Danke. Und noch dreimal ins Wort fallen. Juhu! Ja! Kommen wir in die nächste Ebene. Ja. Kommen wir ihn hoch hier. Vielleicht können wir hier mal ihn verkillern. Ja, ich gehe auch mal lieber in den Nahkampf, lieber. Damit ich auch getroffen werde und euch dann zeigen kann, wie man was verbinden kann. Ey, komm her, Peiler. Ich treff dich. Alter, hier ist eine Isopro... Hallo, er schießt mich drauf. Oh, toll. Nein, hat sich jetzt aufgehangen? Nee. Nein, okay. Oh, Druckverband ist auch immer sehr gut. Wenn ihr Blutungen später habt, die gestillt werden mussten, ist ein Druckverband immer super. Müsst halt was gucken, ne? Wenn die Sachen verunreinigt sind, da muss man da halt am Anfang immer schauen. Wichtig ist auf jeden Fall, wie gesagt, dass ihr euch viele Lumpen einpackt. Damit könnt ihr euch schon mal sehr, sehr viel anfangen. Lumpen und Alkohol, auch wenn es Whisky, Wodka oder so ist, um die steril zu machen, das bringt eigentlich am Anfang mit am meisten. Vitamintabletten, auch immer gut, um wenigstens den Großteil des Vitaminhaushaltes mal aufzufüllen, wenn er sonst nichts anderes zu essen findet, was das kann.
Maske. Ich vergesse immer, dass Peiler so ein Tutorial macht. Ich wollte gerade sagen, Mensch, was quatschst du denn da heute für dünne Zeug alles, ey? Das musst du uns Danke. doch nicht alles erzählen. Ja, das ist mir Doch, ich klar. find's voll interessant. Ich find's Ja, ist genial. okay. Ich liebe es. Ich liebe Schmerztabletten es. auch immer sehr wichtig, wenn ihr humpelt oder sonst irgendwas. Oder damit ihr auch nicht rumstöhnt und noch andere anlockt, sind Schmerztabletten immer sehr wichtig. Nähzeug halt auch immer mitnehmen. Aber ich glaube, Lars muss wirklich mal eine Rakete starten, damit hier noch Leute Aber nicht kommen. hier im Gebäude bitte, denn über unten auf der Straße. Dick Antibiotika stecke ich mir auch noch ein. Die Nadel kann man sich auch Ich kann es ja mitnehmen. auf dem Dach machen, warte mal. Ja, ich gehe mal aufs Dach, ich bin ja oben. So, Und okay. so lootet ihr euch mehr oder Ja, dann will ich auch weniger aufs Dach. Dann will ich auch Leute? aufs Dach. Man muss nach oben kommen. Und so lootet ihr euch mehr oder weniger hier durch diese ganze Anlage durch und Kommst du werdet denn da hoch? allerhand Sachen finden. Hier haben wir jetzt auch zum Beispiel noch den Alkohol gefunden. Das ist sehr super. Ihr seht ja schon, ich habe schon mehr oder weniger alles, was ich gerade dabei schon mal hatte, habe ich jetzt schon einmal fast zusammengefunden. In recht kurzer Zeit. Also es lohnt sich auf jeden Fall hierher zu kommen. Da kann man wirklich sich den Arsch voll looten. Natürlich ist alles nicht mehr unbedingt im Top-Zustand. Aber das ist ja an der Stelle jetzt erstmal unwichtig. Wie bist du denn da hochgekommen? Da ist eine Leiter an der Wand. An welcher Wand? Hier gibt's mehr als nur eine. Sollte so Muss sein, ganz ja. nach oben. Muss ich dich abholen? Ach so, nee, ich seh's. Der Deckel ist zu. Ich mach ihn auf. Kannst du mit F öffnen? Hallo, hallo. Warum? Von der anderen Seite gekommen. Ach so, Ey. okay. Ja. Warum schlägst du Deckel. mich? Also, hallo? Naja, Warum warum schlägst du mich denn schlagen? einfach? Ja, so hast du mich getreten. Du hast mich sogar getreten, Alter. Hallo? 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 Jetzt quält sie sich aber ganz schön ab, halt die für. So, Leute. War ein harter Gleich Brocken. dreie. Warum gleich dreie? Warum nicht? Einer hätte schon Weil ich gereicht, aber zwei okay, aber dreie? Dreie? Nicht mit. Okay, starte schon. Schön, ich weiß nicht mal, wo ihr seid, aber. Auf dem Dach, Auf Alter. dem Dach. Oh, ich höre schon die Zombies. Spider, überlebst du das? Ich habe keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie ihr aufs Dach gekommen seid. Ihr könnt ja alles Warte. looten, auch zum Teil manchmal die Matratzen, glaube ich. Alter, ich komme nochmal runter, siehst du mich? Ich hab gerade verstanden. Alter, du musst eine Etage höher Ja, kommen ich komm. erstmal. So, und jetzt hier hoch. Frag mich, ob die das Treppenhaus finden und hochgerannt kommen. Ich wollte noch warten, bis dunkel ist, Lars. Hast du noch genug dabei für nachher? 20. Da unten sind sie, die Schweine. Ich sehe gar keine. Sind sie jetzt alle schon ins Haus gekommen? Hier ist wirklich keiner mehr. Oh, wir hätten Granaten. Shit. Wir sollten mal doch hinten los starten. Ja, jetzt kommen sie alle in irgendwelche Winkel ins Haus und versuchen halt hochzukommen. Ne? Gehe ich mal stark von Geh mal aus. ganz kurz pinkeln, Leute, bis gleich. Jo. Fick dich, nein, pass auf mich auf, bitte. Auf jeden Fall, wenn ich nachher denn, wenn wir jetzt ein paar Zombies gekillt haben, nochmal verletzt sein sollte, erkläre ich euch das nochmal im Schnelldurchlauf. Da wäre dann schön, wenn ihr beide mal kurz 2 Minuten die Gusche halten würdet. Soll ich dir einen Fuß schießen? Nö, nö. Kannst du dich. Wir Also gehen ich hab gleich da wieder. runter und catchen mit den Zombies. Du kannst ja eh auf dem Innenhof anmachen. Und dann zeige ich euch, wie man das mehr oder weniger alles verwendet. Also ich kann ja jetzt auch noch mal kurze Zusammenfassung machen. Also, wir brauchen Lumpen. Kann man aus Klamotten mit einem Hackebeil oder anderen Messern oder auch Wurfstern zerhacken. Man kann natürlich Notfallverbandszeug finden, das ist natürlich auch sehr gut, um was zu verbinden. Ihr habt halt Vitaminpillen, um den Vitaminhaushalt aufzufüllen, Schmerztabletten gegen die Schmerzen, damit ihr auch zum Teil nicht mehr humpelt, nicht mehr stöhnt und sowas.
Und Antibiotika, klar, damit sich die Sachen nicht entzünden oder ihr zum Zombie werdet. Das ist eigentlich erstmal grob das Wichtigste. Kaliumtabletten oder Kalium-Jodid-Tabletten ist klar, wenn ihr verstrahlt seid und ins verstrahlte Gebiet kommt. Das ist, wenn man auf der Karte guckt, warte, zeige ich euch auch mal schnell, ist das hier hinten bei der Stadt. Hier ist, glaube ich, das Atomkraftwerk drin und das ist so verstrahlte Gebiet. So, das ist erstmal so das Wichtigste. Man kann sich halt, wie ihr sagt, das kann ich euch ja jetzt auch mal schnell zeigen, wenn ihr halt so einen Lumpen habt und der nicht mehr so ganz geil ist, so wie der hier, ja, könnt ihr den auswählen und das, dann habt ihr das beide rot markiert, könnt Rechtsklick machen. Also ich mache das normalerweise auf dem Lumpen. Und eigentlich sollte er das dann desinfizieren. Warte mal, oder liegt es daran, dass ich was in der Hand habe? Ah, nee, okay. Bei dem Lumpen geht's. Oder was? Okay, bei denen geht's nicht mehr. Das haben sie wohl geändert. Aber wenn ihr noch einen gut erhaltenen Lumpen habt, der halt wirklich mehr oder weniger eigentlich auch schon sauber ist, aber er darf halt nicht so braun aussehen wie dieser Waschlappen, dann einfach den Alkohol drauf und dann habt ihr also desinfizierende Rollen, ne? So könnt ihr euch mit ausstatten, ihr könnt euch nur mit Lumpen heilen, ihr könnt euch nur damit heilen, zeige ich euch dann, wenn ich gleich verletzt bin. Deswegen ist der Alkohol halt sehr wichtig. Wenn man halt, am Anfang findet man in den Städten und so nur kleine Läden wie Apotheken, zeigen wir euch nachher auch noch. Und da gibt es halt auch ein paar Kleinigkeiten, aber nicht so en masse wie hier. Natürlich in den Militärstationen und sowas alles findet ihr auch solche Sachen und halt auch erst recht so Notfallverbände und sowas. Das ist alles schon sehr wichtig, aber solange wie ihr eigentlich ein paar Lumpen dabei habt und eine Pulle Alkohol und wenn ihr Glück habt, vielleicht Antibiotika und Schmerztabletten, auch wenn das bloß so ein kleiner Riegel ist, kommt da eigentlich schon erstmal eine ganze Weile gut durch, wenn er hier nicht wie Rambo rumrennt. So. Alle da? Wollen wir runter und den mal in der Mitte unten starten, dass ein paar Zombies kommen? Ich bin da, aber Zombies sind, glaube ich, genug schon da. Wollen wir nicht hier außen runter? Dann gehen wir alle zusammen. Oder nicht, Lars? Ja, ich bin... Ich habe bloß kurz geguckt. Wo wollt ihr runter, oder? Ja, hier. Hier ist so eine... direkt nach unten. Okay. Ja, die sind ja alle drin, die Lutschbananen. Ja, ich sehe da schon in der ersten Etage, siehst du schon ein. Der sieht uns nicht, der sieht uns nicht. Achso, die können ja Türen wieder öffnen. Sonst hätte gesagt, machen wir jetzt unten die Tür zu. Na, mir ist egal. Wir können auch von unten reingehen und uns nach oben durchkämpfen. Oder du startest ein Feuerwerk hier in der Mitte und dann legen wir los. Es gibt auch die Möglichkeit, einfach weiterzufahren. Ja, wir können hier ein Feuerwerk machen und dann warten wir, dass die alle kommen. Warte mal, ich pack das genau in der Mitte am Springboden. Ja, warte, ich lad bloß mal gleich die RPK nochmal einmal komplett nach. Sicher ist sicher. So. Da kommen schon welche. Ja, da kommen schon zwei. Okay. Oh, da oben aus dem Fenster springen. Geil. Warte. Geh mal Nahkampf. Scheiße, ich hab gar keine Munition. Ey, denk, du hast hier noch Munition. Jetzt haben wir schon mal ein paar Verletzungen. Hinter dir, Pfeiler. Ja. So, jetzt geht mal zu den Jungs und dann kann ich euch schon mal zeigen, wie man sich verarztet. So, wir haben jetzt hier mehrere Wunden. Dann geht da oben auf Gesundheit. Und dann seht ihr hier an diesem kleinen weißen Zeichen, dass die auch infiziert sind, die Wunden. Das heißt, ihr könntet jetzt hier Alkohol nehmen. Ne, wenn ihr hier draufklickt, ihr könntet alles, was hier weiß ist auf der Seite, könnt ihr benutzen. Alles, was ausgegraut ist, nicht. Man könnte jetzt Alkohol draufkippen und dann erst einen Verband machen. Das geht. Oder ihr nehmt halt gleich die desinfizierten Verbände, die wir gerade eben hergestellt haben und wendet die einmal an. Genau. Das seht ihr hier auch alles. Ihr könnt auch die Sachen hier alle einzeln anklicken, um es genauer anzugucken. Ne? Oder halt wieder raus.
Und dann zieht man das hier einfach durch. Das bezieht sich dann alles nur auf Muskeln. Danach kommen wir zu den Sachen zu Knochen. Ihr seht ja, das kommt ja alles dann rüber, aber hier haben wir noch Infizierte dazwischen. Können wir jetzt mal einen normalen Lumpen nehmen. Da seht ihr auch, das geht auch, wenn man halt eine Blutung hat. Man ist danach aber halt noch infiziert. Also das geht dann halt nicht weg, außer wenn ihr halt die anderen benutzt, ne? Man kann auch einfach warten. Wenn wir jetzt zum Beispiel warten, bis das runtergelaufen ist, das seht ihr auch, wir verbluten ja nicht gleich, Gesundheit 88, dann läuft das runter und rutscht automatisch zu Knochen rüber. Aber natürlich auch infiziert. Und da könnt ihr jetzt in dem Fall nur noch Alkohol draufkippen. Oder eine Antibiotika nehmen. Das kommt aber immer darauf an, was er euch hier anzeigt zum Teil. Wir können ja mal gucken, ob Antibiotika da auch hilft. Achso, ist jetzt schon alles weg, ja. Ich glaube, Antibiotika könnt ihr nicht direkt draufnehmen, wenn ihr das denn habt und draufklickt, sondern da müsst ihr halt einfach. Ich nehme jetzt auch in dem Fall mal eine Schmerztablette. Dann stöhnt sie vielleicht nicht so rum. Und dann schmeißt ihr einfach noch eine Antibiotika hinterher. Zur Sicherheit. Aber normalerweise, wenn das noch so richtig ist, was ich weiß, ist halt, wenn ihr das infiziert hier habt, müsst ihr das nicht mit Alkohol machen. Ihr könnt auch nur eine Antibiotika schlucken und es sollte weggehen. Könnt ihr euch aber auch alle belesen. Man kann hier alle Sachen genauer untersuchen. Und das steht dann wirklich alles genau da. Ne? Und das dauert alles eine Weile. Ihr seht das ja da auch an der Seite. Bis es denn wirklich vom Immunsystem verbraucht ist und alles Mögliche. Und dann zur Erholung nach drüben kommt, das sehen wir dann später, wenn dann die Zeit rum ist. Und wenn das denn durch ist, dann seid ihr eigentlich mehr oder weniger wieder fertig. Alles andere an Symptomen seht ihr hier oben immer, ne? Also Kältegefühl, Schmerzen. Das könnt ihr hier oben sehen. Das ist noch ganz wichtig. Und eigentlich wertet schon erstmal zum Groben. Blutungen stillen, immer mit Druckverbänden oder man hat auch später noch bessere Druckverbände in so einer Aluminiumverpackung. Wenn man Notverbände hat, ist auch immer gut, aber es geht auch alles mit den Lumpen und einer Pulle Alkohol. Eigentlich großteils, ja. Das ist eigentlich so das Grundprinzip der ganzen Sache. Und Aber zwar. ganz ehrlich, habt ihr jetzt wirklich eine große Nacht mitgekriegt? Nö. Okay. Irgendwie ist die Sonne. Sah aus, als wenn sie untergeht und dann, als wenn sie gleich wieder aufgeht, ohne dass es dunkel war. Ich Naja, glaube, vielleicht David sind hat die Nacht da. ausgestellt oder so direkt, ne? Es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie wir weiter fortfahren. Entweder machen wir jetzt dieses Feuerwerk, was er schon vorbereitet, oder wir fahren einfach weiter Wir in die können Stadt. Und die dann können wir gerne auch das gleich noch mal Feuerwerk machen. um. Wir können dir gleich noch mal gerne Wie gesagt. umrotzen. Ich will bloß gleich noch mal hier an der Seite zeigen, wenn es stabilisiert ist. Okay. Ich warte, bis du es Aber geholt der war auch hast. am Anfang, wo das Spiel damals in den Early Access gestartet ist, wesentlich komplizierter, wo wir angefangen haben. Oh ja, das war richtig krückig am Vor Anfang. knapp, naja, einem Jahr, sag ich mal, und von vor 5, 6 Monaten das letzte Mal reingeguckt haben, außer letzte Woche und jetzt die Woche ein bisschen, um wieder reinzukommen, war das noch richtig ekelhaft. Also da musste man so viel einzeln anklicken und hat gar nicht durchgesehen. Das ist hier halt, finde ich, alles schon wesentlich einfacher. Siehst du, Verbände kann man sogar entfernen. Das kann man auch so sagen. Wenn ihr jetzt einen dreckigen Verband halt nimmt, ne, der verschmutzt ist oder so, und ihr dann seht, dass sich das wieder infiziert, dann könnt ihr den Verband auch einfach mit hier entfernen und könnt euch, wenn ihr einen sauberen habt, einen sauberen drauf machen oder ihr lasst es. Dann müsst ihr bloß aufpassen, dass es nicht wieder anfängt zu bluten. Ja. Aber ich glaube, die Grundsachen haben wir damit eigentlich erstmal geklärt. Können wir theoretisch, wenn Lars gleich die Rakete startet, zum Ich bin Punkt Essen bereit. kommen und dann später zum Punkt Waffen.